Also, ich zeige euch unser wunderschönes Musterhaus als Bungalow hier in Stuttgart-Feldbach in der Musterhausausstellung Eigenheim und Garten gebaut. Und wir haben nur ein Geschoss, und zwar ein Erdgeschoss. Und mit diesem Haus starten wir. Sehr gerne könnt ihr auch zu mir kommen und ich zeige euch gerne das Haus live. Ich bin begeistert, die Besucher sind begeistert, die Kunden sind begeistert. Es ist einfach ein traumhaft schönes, sehr, sehr gut geplantes, durchdachtes Haus. Also starten wir. Hier haben wir schon gelernt, dieses Dreieck bedeutet die Haustür, den Eingangsbereich, wir gehen hier rein. Die Haustür hat eine wunderschöne Breite mit einem Glaselement. Das habe ich euch schon sehr, sehr oft gezeigt. Hier befindet sich auch eine Garderobenwand, auch ein Gäste-WC gleich im Eingangsbereich, kurze Wege. Dann gehen wir weiter. Hier gibt es keine Türe, sondern eine Öffnung, ein Durchgang. Und hier befindet sich eine Treppe nach oben. Die Treppe führt zu einer Galerie. Das ist zwar ein offener Raum komplett hier, dennoch ist hier in diesem Bereich eine Galerie in Größe von 18 Quadratmetern hier eingebaut. Das heißt, dass über diesem Wohnzimmer ist eine Decke eingezogen. Wir befinden uns hier in diesem offenen Wohn-Essbereich. Es ist wirklich sehr, sehr stimmig, sehr schön, wunderschön eingerichtet, auch hier mit einem Kamin. Ich zeige euch hier jeden Raum. Und zwar, wir haben hier einen Technikraum. Dieser Technikraum ist nicht besonders groß, dennoch beinhaltet wirklich die komplette Technik. Dann gibt es hier eine schöne große Küche in L-Form mit einer Kochinsel, und das ist eine sehr angenehme Breite. Auch die Laufwege sind nicht besonders lang oder sehr, sehr schmal. Ist das nicht der Fall? Es ist wirklich sehr bequem, sich hier in dieser Küche aufzuhalten. Stellt euch vor, ihr kocht, ihr steht hier in der Küche und kocht, die Gäste kommen, die Familie kommt und ihr könnt dann gerne hier an diesem Tisch den Platz nehmen. Hier ist nämlich auch eine Sitzbank eingebaut mit einem Esstisch. Wunderbar, ihr könnt hier den Platz nehmen oder ihr geht nach draußen auf die überdachte Terrasse. Das zeige ich euch auch gerne. In diesem Bereich ist das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist klein gehalten, ist eigentlich ein Wohnbereich, kein Zimmer, also kein abgeschlossener Raum. Es ist alles offen, hier gibt es keine Türen. Und hier in diesem Bereich haben wir ein wunderschönes Sitzfenster, welches sehr stabil ist mit einer Sitzbank. Unten ist eine Sitzbank von unseren Tischlern gefertigt und eingebaut worden. Somit könnt ihr nicht nur sitzen und natürlich dann sich entspannen und auch ein Buch lesen, sondern ihr bekommt gleichzeitig sehr viel Stauraum mit diesen Schubladen und Schränken. Hier habt ihr eine Couch und einen Couchtisch. Und hier oberhalb dieser Couch befindet sich ein schmales, etwas höher versetztes Fenster. Dann gehen wir weiter hier von der Küche in den sogenannten privaten Bereich. Privat meine ich jetzt abgetrennt von dem Gästebereich oder öffentlichem Raum. Wenn wir hier nach links laufen, dann haben wir hier eine wunderbare Fläche für ein Schlafzimmer mit einer Ankleide. Die Ankleide ist zwar nicht besonders groß, dennoch geräumig. Ich habe euch das auch schon in den Videos oft gezeigt. Dann gibt es hier nochmal ein etwas kleinere Zimmer mit 10 Quadratmetern, mit einem großen Fenster. Es ist auch doppelflügiges Fenster, also mit sehr viel Licht. Hier gibt es noch ein größeres Zimmer, welches über 12 Quadratmeter hat. Und das Zimmer, sagt jeder, wirkt viel größer tatsächlich, als es ist. Und ebenfalls mit einem großen doppelflügeligen Fenster. Direkt in diesem Flur befindet sich auch der Zugang ins Bad. Das Bad ist wirklich groß genug. Zwar 10 Quadratmeter, man könnte meinen, es ist nicht ausreichend, doch ich kann euch versichern, es ist wirklich sehr viel Platz im Bad. Man kann sich unbeschwert hier bewegen und wirklich eine schöne, angenehme Größe haben. Hinter dieser T-Lösung, was auch sehr modern ist, finde ich, befindet sich eine bodenebene Dusche. Die Dusche ist absolut gleich, bodengleich und eben. Es gibt kein Glas, es gibt keine Türe. Ihr könnt hier stehen und euch dann duschen. Es funktioniert wunderbar, das Wasser fließt auch nicht ins Bad irgendwie rein oder aus der Dusche raus. Das funktioniert sehr gut. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Toilette. Hier an dieser Wand ist eine raumhohe Wand, befindet sich ein Doppelwaschtisch mit einem Spiegel.
Und hier haben wir schon eine Badewanne eingebaut. Und das ist natürlich optional oder nach Wunsch. Man könnte die Badewanne einbauen oder doch auf die Badewanne verzichten. Vielleicht kann man diese Fläche auch anders nutzen. Also hier vorübergehend haben wir tatsächlich eine Badewanne eingebaut. Der Vorteil von diesem Haus ist, dass in diesem Bereich, also in diesem privaten, abgetrennten Flurbereich, befindet sich eine Einschubtreppe. Kennt ihr das bestimmt? Es ist eine Treppe in der Decke, die kann man runterziehen und dann rausklappen, oder ausklappbare Treppe. Und mittels dieser Treppe gelangt man zu diesem großen Dachboden. Der Dachboden ist ungefähr so groß, wobei das, glaube ich, auch schon gehört dazu bei dem Dachboden. Ihr habt tatsächlich sehr viel Platz als Stauraum auf dem Dachboden. Das Besondere bei diesem Haus ist nicht nur, dass es ein Bungalow ist, das Besondere ist diese Galerie. Auf der Galerie kann man definitiv entweder einen Bereich schaffen, jetzt zum Beispiel für den Gast oder als Lesebereich oder vielleicht ein Atelier, ein Hobbybereich, Entspannungszimmer, Entspannungsraum oder Yoga-Raum, je nachdem, wo eure Prioritäten und Hobbys liegen. Und man kann wunderbar diesen Raum mit wunderschönen zwei großen schönen Fenstern sehr, sehr schön und sehr praktisch nutzen. Das Besondere bei diesem Haus ist auch der Zugang durch eine riesige, sehr, sehr große, wunderschöne, schwere, massiv Holz-Alu-Schiebetür auf die Terrasse möglich. Bedeutet, dass diese Terrasse hier mit den Stützen komplett hier überdacht ist. Somit, also hier, ja, man sieht es hier, dieser Bereich ist komplett überdacht, und wenn ihr draußen seid, müsst ihr und braucht ihr wirklich keinen Sonnenschirm mehr, keine Markise, und ihr könnt auch, wenn es regnet oder wenn es nieselt, auch wunderschön draußen auf der Terrasse sitzen. So, man kann dieses Haus natürlich auch mit einem Keller bauen. Das bieten wir auch an. Allerdings müssen wir dann uns überlegen, und dazu gibt es schon ein paar Lösungsvorschläge, wie wir den Treppenabgang, die Treppe generell und den Treppenabgang in den Keller platzieren werden. Wo genau? Zusätzlich zu diesem wunderschönen Grundriss gibt es natürlich auch eine mögliche Lösung als Carport. Carport ist zwar optional, also manche möchten keinen Carport, sondern eine Garage oder eine Doppelgarage. Und in diesem Fall finde ich diese Lösung mit dem Carport einfach genial und wunderschön. Sehr stimmig, sehr stylisch, sehr architektonisch anspruchsvoll. Wenn man hier von der Straße das Haus betrachtet und anschaut. Ich zeige es euch hier. Es ist nicht ganz voll zu sehen. Sieht man diese Verlängerung, diese Dachverlängerung und Terrassenüberdachung und diesen Carport-Bereich, wie, also ich nenne das als wie ein Flugzeug, Haushaltsflugzeug, ja, mit den Segelflügeln. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Die Fassade ist sehr stimmig, sehr ruhig, sehr dezent. Diese Dachverlängerung ist auch sehr dezent, sehr stylisch. Und der Blick schleift über die Fassade und bleibt tatsächlich an nichts hängen. Die Fassade ist sehr, sehr ruhig und sehr stimmig. Architektonisch sehr anspruchsvoll und natürlich auch die Farbgestaltung, also welche Farben hier ausgewählt wurden, auch die Fassadenfarben und auch die Holzverschalung hier. Es ist wirklich alles sehr schön miteinander abgestimmt. Ich erinnere euch, das war unser traumhaft schönes Musterhaus in Stuttgart-Fellenbach von Hartlhaus, und wir sind wirklich alle sehr, sehr froh, dieses Haus in Deutschland, in Stuttgart, bekommen zu haben. Ich bin sehr, sehr glücklich über dieses Musterhaus hier in Stuttgart-Fellenbach, und ich freue mich jedes Mal, euch in diesem traumhaft schönen Musterhaus Bungalow begrüßen zu dürfen.